Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video, was ist los mit mir? Viele Menschen wissen, bevor sie in Behandlung gehen, lange Zeit nicht, was ihnen fehlt, in welche Erkrankung ihre Beschwerden einsortiert werden können oder hingehören. Und gerade bei Depressionen ist es oftmals so, weil für die depressiven Patienten ist die Schwierigkeit, sie möchten, können aber nicht und erleben dieses Nicht-Können dann umso schlimmer. Man kann bei den Erkrankungen die Beschwerden immer in vier Bereiche einteilen: Gedanken, Gefühle, Körper und Verhalten. Zuerst möchte ich kurz zur Depression einiges erzählen, mit Sicherheit nicht alles, aber die wichtigsten Bereiche ansprechen. Und Sie können mit Sicherheit, wenn Sie es möchten, im Internet noch andere Tests finden, die Ihnen helfen, sich bei den Erkrankungen wiederzufinden oder auch nicht. Und daraus resultieren sich kompetente therapeutische, medizinische Hilfe zu holen. Zuerst zu den Gedanken. Diese sind bei Depressiven herabgestimmt negativ. Sie sind durch Konzentrationsstörungen, Merkfähigkeitsstörungen, Vergesslichkeit gekennzeichnet, depressive Grübeln. Besonders abends ist es schlimm, wenn man ins Bett gehen will und die Grübelkreisläufe nicht aufhören. Tagsüber kann es vielleicht noch mal gelingen, sich etwas abzulenken vom Grübeln, aber auch nicht immer. Dadurch wird der Alltag erschwert, weil durch das Grübeln die Konzentration schlechter wird. Damit kann man dann schlechtere Arbeitsleistungen bringen oder in Gesprächen schlechter folgen und erlebt dieses wieder negativ, dass man nichts leistet. Also wieder neue negative Gedanken mit Selbstabwertung, fehlen Selbstwertschätzung, beziehungsweise fühlt sich vielleicht schuldig anderen gegenüber, dass man versagt hat, irgendwas nicht richtig gemacht hat, nicht den Erwartungen der anderen genügt, deshalb abgelehnt wird. Ja, die Gedanken können ganz vielfältig sein. Ganz wichtig ist es, wenn es zu Suizidgedanken kommt, also Gedanken, sich das Leben nehmen zu wollen, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist. Oder auch schon der Wunsch nach Ruhe. Bei solchen Gedanken, bitte suchen Sie so schnell wie möglich ärztliche, therapeutische Hilfe auf, weil Depressionen sind behandelbar. Es muss niemand an Depressionen sterben. Bitte reden Sie über Ihre negativen Gedanken, um Ihr Leben sich zu erhalten. Der weitere Bereich, Gefühle, ist bei Depressionen durch Herabgestimmtheit, also Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Ängstlichkeit, Schuldgefühle, Hoffnungslosigkeit oder vielleicht auch innere Leere, ja sogar das Gefühl der Gefühllosigkeit kann auftreten oder ja, bedrückt sein in allen Stärken. Körperlich kommt es zu Antriebsminderung, Abgeschlagenheit, Mattigkeit, Müdigkeit, Schwunglosigkeit. Es besteht Interessenlosigkeit. Es kann aber auch zu Schmerzen kommen, wo es gibt Depressionen, wo einfach körperliche Beschwerden im Vordergrund stehen, zum Beispiel könnten das auch Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen sein. Diese Depressionen bezeichnet man dann als lavierte Depression, wo einfach die körperlichen Symptome im Vordergrund stehen, die stimmungsmäßige Bedrücktheit, Herabgestimmtheit schon besteht, aber nicht so vordergründig. Körperlich kann es auch zu massiven Schlafproblemen kommen. Ob dieses das Einschlafen, Durchschlafen oder vorzeitige Erwachen ist oder nicht erholsamer Schlaf. Entschuldigung. Es kann zu Verdauungsproblemen kommen.
erschweren beim Wasserlassen, Stuhlgang erschweren oder auch mal Durchfälle. Und zum Verhalten, Depressive neigen dazu, sich zurückzuziehen. Am Anfang vermeiden von größeren Aktivitäten, was weiß ich, mit Freunden, mit Bekannten etwas zu unternehmen. Später wird das Einkaufen schwer und auch das vermeidet man. Es kommt zum immer weiteren Rückzug. Die eigene Person kann immer mehr vernachlässigt werden. Während meiner klinischen Tätigkeit war es immer ganz toll zu beobachten, wenn unsere Patientinnen vor allem anfangs im Jogginganzug durch die Gegend liefen, wo noch Hose und Jacke nicht mal passten, die Haare nicht gemacht werden, gerade so gekämmt waren. Und dann fingen sie auf einmal irgendwann an, Anziehsachen zu haben, die farblich zusammenpassten, aufeinander abgestimmt waren. Irgendwann waren sie beim Klinikfriseur und dann kam auch wieder Make-up ins Gesicht. Also man beginnt dann irgendwann, wenn es wieder besser geht, man die Kraft, den Elan, den Schwung dazu hat, auch wieder sich besser um sich selbst zu kümmern. Und Depressive vernachlässigen das, weil sie dazu keine Kraft, kein Elan, keinen Antrieb mehr haben. Genauso die Versorgung der Angehörigen kann alles nach und nach vernachlässigt werden, weil einfach die Kraft fehlt, auch der Arbeit nachzugehen. Dieses wird immer schwerer, also der Alltag wird immer schwerer. Und wenn Sie solche Beschwerden haben, müssen Sie diese nicht aushalten, denn Depressionen sind gut behandelbar. Nun zu Ängsten. Die Gedanken, die bei Ängsten auftreten können, zum Beispiel, ich halte das nicht aus, ich bin ausgeliefert, das ist mir zu eng, ich schaffe das nicht, Hilfe, ich sterbe, Hilfe, mein Herz schlägt oder ich kriege einen Schlaganfall, ich kriege einen Herzinfarkt oder hypochondrische Ängste sind zum Beispiel vor Krankheiten, Hilfe, ich kriege Krebs, ich habe einen Schlaganfall oder die verschiedensten Erkrankungen oder ich habe MS. Manche Menschen haben Ängste vor vielen Menschen oder großen Plätzen. Ich kann da nicht drüber, ich halte das nicht aus. Na, oder zum Beispiel im Fahrstuhl, ich schaffe das nicht, ich halte das nicht aus. Immer wieder solche Gedanken. Gefühlsmäßig kommt es natürlich zu massiven Ängsten, von wenig Ängsten bis massiven Ängsten bis Panikattacken mit richtig Herzrasen, Schwitzen, Zittern, Schwindel, Beklemmungsgefühl, Übelkeit, alles was geht. Verhaltensmäßig ist, nachdem die ersten Angstzustände aufgetreten sind, kommt es ganz oft zum Vermeidungsverhalten, also die Situationen, die einem schwierig sind, vor denen man Angst hat, werden vermieden, um so die Angst zu vermeiden und die unangenehmen Körperempfindungen, die während der Angst entstehen, zum Beispiel halt Schwindel, Beklemmungsgefühle, Herzrasen, Blutdruckanstieg, der mit Schwitzen und Kopfdruck verbunden sein kann oder Rötung, Wärmegefühl oder verstärkten Stuhl- und Harndrang. Dieses können alle Symptome der Angst sein. Ja, und nur noch als drittes, vielleicht zur Erschöpfungssymptomatik. Nur einfach ganz kurz, damit Sie wieder sehen, alles kann man immer wieder in diese vier Bereiche einteilen. Gedanken, vielleicht bei Erschöpfungssymptomatik. Ich muss es recht machen. Ich schaffe das nicht mehr. Ich bin ein Versager. Früher habe ich mehr gebracht. Die anderen erwarten von mir. Wenn ich es recht mache, nur die Leistung, wenn ich die bringe, dann werde ich akzeptiert. Oder ich muss gut sein, um die anderen zufriedenzustellen. Es genügt nicht, was ich schaffe. Das ist zu wenig.
Gefühl kommt es zu Bedrücktheit, Abgeschlagenheit, Erschöpfung, körperlich zur Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Anfänglich intensiven Arbeiten, um zu versuchen, die Erwartungen der anderen zu erfüllen, zunehmend aber zum Rückzug, vielleicht sogar bis ins Bett. Dieses ist dann schon beim Verhalten über diese Abgeschlagenheit, Mattigkeit, dass man es erlebt, dass man es nicht mehr kann, kommt es dann halt, wie bereits gesagt, zum Rückzug, Vermeiden von neuen Belastungen. Nun möchte ich noch ganz kurz für die Erschöpfungssymptomatik anreißen, dass auch hier alle vier Bereiche betroffen sind, zum Beispiel bei den Gedanken, ich schaffe das nicht mehr, die anderen wollen zu viel, ich kann die Erwartungen der anderen nicht erfüllen, sie lehnen mich ab, wenn ich das nicht leiste. Und ähnliche Gedanken, gefühlsmäßig kommt es zur Niedergeschlagenheit, Enttäuschung über sich selbst, Traurigkeit, körperlich zum Beispiel, Abgeschlagenheit, Mattigkeit, Antriebslosigkeit, aber vielleicht auch innere Unruhe, Angespanntheit, weil man ja gern möchte von den Gedanken her, aber es erlebt, dass man es nicht kann. Im Verhalten aufgrund der Abgeschlagenheit, Mattigkeit und der Selbstvorwürfe zum anfänglichen intensiven Versuchen, die Erwartungen zu erfüllen, ganz viel zu leisten, aber über die zunehmende Erschöpfung dann immer mehr Rückzug, Vermeidung von Belastungssituationen, vielleicht anfänglich Vermeidung von positiven Aktivitäten, wie mit Freunden unterwegs sein oder ja, für sich selbst einfach ein Hobby zu unternehmen, weil man braucht ja seine Kraft für die Arbeit und dann ist keine Energie mehr für die positiven Aktivitäten da. Diese werden weggelassen und immer mehr trägt die Erschöpfung dazu bei, dass nach und nach auch die Arbeitsleistungen nicht mehr erbracht werden können und man sich immer weiter zurückzieht, immer kaputter, immer erschöpfter ist. Ja, so können Sie sehen, dass alle Symptome immer wieder die Bereiche Gedanken, Verhalten, Gefühle und Körper betreffen. Und vielleicht habe ich heute Ihnen schon eine kleine Anregung gegeben, dass Sie erkennen können, zu welchen Erkrankungen Ihre Beschwerden gehören und möchte Ihnen damit die Grundlage geben, den Anfang zu schaffen, für sich selbst zu sorgen, zu erkennen, ob Selbsthilfe ausreichend ist, um zu einem besseren Befinden finden zu können, oder ob es notwendig ist, dass Sie sich kompetente ärztliche oder therapeutische Hilfe suchen in Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen oder anderen Möglichkeiten. Vielen Dank.